Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast Witzleblower mit dem kleinen Kubus und dem kleinen Jomo. Ja, wir machen wieder heute richtig Blödsinn. Ja, weil unser Spacko-Freund Blaskin. Oh, der läuft die Suppe immer noch, guck mal. Da läuft die Suppe immer noch. Ja, geil. So, aber wir hatten beim letzten gestern Mal ja aufgespießt. Ja, bitte. Eine Nachricht bekommen. Nee, wir haben geschrieben. Ja, eine Notiz. Der Witwer. Witwer. Oh, haben wir alles gelesen? Ja, fertig. So. Du musst A drücken, ne? Ah. Ja, mach ich doch. Okay. Er ist tot. Der Amateurchirurg, künftiger Vater, Ehemann. Seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Super. Alter, ist der Kranke. Oh, ja, er dreht. Wir drehen auch am Rad. Wir drehen langsam am Rad. So, jetzt können wir uns ja hier mal eben umsehen. Jetzt ist ja keiner mehr da, ne? Das meinst du auch nur du? Nee, das ist so. Vielleicht habe ich doch schon die Batterien geholt. Ja, bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Achso, da ist der Ausgang. Ja, dann da müssen wir hin, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich habe die Tür schon aufgeschlossen. Wow. Extra nur für dich. Der läuft aber total komisch hier. Behindi. Was hat er denn vor? Ich will mal eben gucken, ob ich hier noch was finde. Achso, da war auch nichts. Ich glaube, du könntest noch rechts die Tür durch. Hinter dir. Mal gucken, vielleicht. So, und dann durch das Gitter, durch die Gittertür da. Ja. Ah, da kommen wir wieder zu der Braut. Ja, genau. Yeah. Ich hab Freunde. Ja, ich habe auch Freunde. Und dann vielleicht da. Da waren wir noch nicht. Aber da kommen wir auch nicht gerade weit. Nee, hier kommen wir nicht weit. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Dann gehen wir jetzt gut zurück. Wir humpeln mal los. Uli, Uli, willkommen. So, nix wie raus hier aus diesem irren Haus, ne? Nichts wie weg. Wir müssen jetzt zur Männerstation. Ja. So, werden wir jetzt mal die Tür endlich öffnen. Gibt es dann eigentlich auch. Gibt es nicht auch eine Frauenstation da? Da müssen wir nicht hin. Hier ist die Küche. Kubus, was machst du da? Ich wollte nur mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch was. So, jetzt aber. Okay, das haben wir geschafft. Die Tür, die Barrikade. Ja, wir haben sie geschafft. Wir haben sie geschafft. Geschafft. So, was steht denn da? Male Ward. Männerstation. Also wir sind in der Männerstation angekommen. Hallo? Ist über Licht. Ja, das ist Licht. Schon verdächtig, ne? Ja, und es ist wieder so still. Warum? Oh nein. Okay. Oh ja, Horst Hugo. Guck mal. Wie sieht denn der aus? Da steht ein Name. Guck mal. Wie heißt denn der? Silas Knieseli. 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 Oh, scheiße, guck was mal. Was brennt denn da? Oh, jetzt liegt. Ach du Scheiße. Das ist die Kirche. Die Kirche. Ah! Vater Martin brennt. Oh, wir haben eine Notiz. Der hat doch die Kirche abgebrannt. Genau, eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ja, nicht da. Gute Frage. Also läuft's jetzt parallel zu dem Hauptspiel? Ich würde schon, ja. Ja, Vater Martin lässt sich doch verbrennen. Ja, ist nur die Frage, wie lange das jetzt schon brennt. Aber ich denke schon, dass es so ziemlich parallel läuft. Ja. Miles Upshaw ist schon da. Der ist schon da. Hoffentlich treffen wir den. Oh, wer war. Oh, war das Vater Martin gerade? Nee, der ist tot. Ach, was laber ich denn? Nee, das kann er nicht. Der ist ja tot. Hier ist zu. Oh, guck mal, wer da ist. Sei leise. Welche? Tell you what, I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. And not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Den kennen wir doch. Das ist Trigger. Trigger. Und ganz viele Soldaten. Wie sehen die aus? Ah, wir haben eine Notiz. Okay, was haben wir denn? Private Polizisten. Söldner. Privatarmee. Wie auch immer die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus. Entkommen. Dann wollen wir das mal machen. Okay. Boah, dann treffen wir wenigstens nicht auf den. Nee, der. Aber die Soldaten könnten uns Probleme machen. Ja, das können. Wow, Schüsse. Alter. An alle Einheiten. Die Erlaubnis zum tödlichen Waffeneinsatz wurde erteilt. Wiederhole, an alle Einheiten. Tödlicher Waffeneinsatz oh, wurde erlaubt.
Verdammte Kacke, die dürfen jetzt, die töten also alles, was sich bewegt. Ja. Also pass, wir sollten uns nicht bewegen. So eine Knarre wäre jetzt auch echt nicht schlecht, ja, ne? Ja, ist ja geil, ne? Oh, Scheiße. Kann man da durch? Ja, unten drunter könnten wir her. Waren wir hier nicht schon mal? Es sieht sehr ähnlich, aber ich glaube nicht, nein. Oh, eine Batterie. Oh, bingo. Ja, wir haben eine Batterie. Wie viel haben wir? Wir haben 3 Stück. Und da ist noch ein Dokument. Lesepause. Eine Lesepause. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Von Helen Granat. 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 Betreff Rudolf Wernickes Ausstieg. Aha. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeiten und den Angestellten entgegenwirken, welche in netter Weise mit Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung des Patienten 14306-8 macht eine schöne Zahl. 14, bereits geplant. Okay, wir alle sind schrecklich aufgeregt über den offensichtlichen Profitpotenzial des neuen Projektes. Oh. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keine Hinweise auf die 3 luziden Träumer. Okay. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweise Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächlichen Entdeckungen zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neuen Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Granat. Boom! Möckhoff-Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Schön. Ihr macht hier wieder nur Blödsinn, während ich hier lese. Ich glaub's nicht. Lalala. Lalala. Pass auf. Ja, ich glaube, wir kommen schon. Es wird schon wieder geschossen. Ganz leise. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Weg hier. Die Tür kriegen wir nicht auf. Steh mal auf. Kannst du jemanden sehen? Ja, da steht jemand. Hallo. Hey, du Spacko. Okay, wir hauen besser hier ab. Ja. Ich glaube, dass wir gleich verfolgt werden. Glaubst du das? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube es. Ich weiß es nicht. Tür ist zu. Was ist denn da los? Sind die auf den Wallrider getroffen? Haben auf den Wallrider getroffen. Die sind wahrscheinlich unten im Erdgeschoss. Wow. Krasses Bild. Alter Schwede. Die Musik hört sich an wie so kurz vorm Ende. Ja. Türen werden geschlossen. Ja. Irgendwie ich werden glaube, wir müssen gleich mal nachladen. Buh. Buh. Speichert. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wo sind es hört sich an, als würde sich gleich alles so... Oh, die Sonne geht auf, guck mal. Die Sonne? Die Sonne geht sicher? Auf. Ja. Guck mal, hier scheint doch... Hier ist doch Schatten. Aber das könnte auch das Feuer sein. Nein, das ist auf der anderen Seite. Schön. Ja, wir haben die Nacht überlebt. Oh, die hier nicht. Die hier nicht. Das sieht aber nicht gut aus. Oh, 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 oh. Na dann jetzt raus hier. Ja, aber warte mal, wo müssen wir denn hin überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Oh,
Das kennen wir doch. Hier sind wir doch am Anfang mit Miles Upshaw reingekommen, oder nicht? Dann guck mal. Nee, geh wieder zurück. Geh nochmal zurück. Hier ist eine Tür. Und was ist dadurch? Da kommen wir bei dem Schrank da? Nee, da ist hier, die ist zu, siehst du? Nee, die andere Tür. Nee, die ist zu, da hinten, die ist zugenagelt, wie die hier. Achso. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Doch, ich hab drauf geachtet, da kommt sie nicht vorbei. Und wo kommen wir raus? Oh, hier ist noch ein Dokument. Ein Dokument. Ah, wie lesen die das? Okay, Transferautorisation für Patienten, bla bla bla. Nach Murkoff ARD Zeichner Einrichtung. Warnung, Level Triple Schwarz, Sicherheitsprotokoll, inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind psychisch blind, aber nicht umsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Wallrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten. Erstens, eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben, um ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Okay. Wer sind denn diese drei Patienten? Ich weiß es nicht. Wo sind wir denn hier? Also ich weiß nur von... Hallo? 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 Da ist nichts. Wir wissen ja eigentlich nur von Billy, ne? Ja. So, hier ist noch eine Tür. Okay. Ah, das heißt doch, Fatty ist doch jetzt tot, oder? Ja, irgendwie schon. Theoretisch? Terroristisch gesehen? So. Oh, hier. Ah, das ist die Toilette, wo wir nie reingekommen sind. Ja. Also schau dich gut um. Ja, hier ist aber nichts. Nö. Und? Nö. Nö. Okay, wir können uns die Haare föhnen. Oh, ich hab die Haare die Tür schön. Ist zu. Die Haare schön. Man hat schon aufgeräumt. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind am Eingang. Ja. Die Tür ist zu. Guck mal da raus, vielleicht. Hier sind wir doch abgestürzt. Das hat uns doch Fetti am Anfang runtergeschmissen. Genau. Ne? Warte mal, wir gucken mal. Im Hauptspiel. Hey, wir können wieder anständig laufen. Wir können wieder anständig. Wie geht denn das? Keine Ahnung, hat sich von selber geheilt. Guck mal. Okay. Wir könnten nächstens noch hier runter. Nein. Wir müssen weiter nach unten. Jawohl. Da freue ich mich schon wieder. Hier sind Blutspuren. Ja, die waren aber schon vorher da. Ja, ja. Ich überlege gerade, wer die gemacht haben könnte. Also wir müssen jetzt hier ganz nach unten, vermute ich mal schwer. Warum ist unser Bein jetzt geheilt? Ja, der hat selbst heilende Funktionen, der Wayland Park. Okay, oder das ist nur eine Wahnvorstellung. Oh, guck mal. Müsst ihr jetzt nicht irgendwie geradeaus durch und dann... Tür... Da? Ja. Ist die Tür offen? Ja, warte, ich gehe mal irgendwie runter. Du willst doch jetzt ernsthaft in den Keller, oder? Ja, der ist zu. Gut. Da ist, Sieh zu, dass wir rauskommen. Wow. Hier ist alles zu und da ist die Tür. Warte mal. Licht aus. Guck mal, wer da sitzt. Ich glaub's nicht. Der Penner. Unser Freund Jeremy Blair. Der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Okay. Okay. Wir sind verrückt. Wir sprechen immer mit Lisa, aber Lisa ist nicht da. Mr. Park! Fuck, are you still alive? Let's make a deal. You help me. Du kannst mir den Arsch lecken. I'll help you. Nix da. Ja, ja. Help me up. Nein, machen wir nicht. Please. Verschwinde. Nein, wir gehen einfach durch. Wow, diese Nein, geh weg. Schweinepriest. Wow. Ich glaub's nicht. Jetzt hat er uns mit dem Messer in den Bauch gestochen. Schweinepriester. Geh weg. No one can know. No one. Hello!
Das war Blair. Jetzt in kleinen Einzelteilen. Wow, wir sind wieder schwer verletzt. Und Blair hat sich quasi in Luft aufgelöst. Puff! Puffi puff. Von unserem netten Freund, dem War Raider. Ja. Also. Ob das jetzt Billy ist? Ich glaube nicht mehr, dass das Billy ist. Ich denke eher, das ist Miles Upshaw. Ich glaube, wir gehen besser hier raus. Jetzt humpeln wir wieder. Ja. Da stehen die ganzen Panzer. Genau. Und die Sonne geht auf. Krass. Wow. Ah, unten steht doch das Auto von ihm. Ja. Damit könnten wir fahren. Wir könnten auch mit dem so einem Panzer fahren. Ich glaube, mit dem Panzer kannst du nicht fahren. Ich glaube, wir hauen jetzt besser ab hier. Gucken mal, wie weit wir kommen. Weil wir schwanken schon. Wir schaffen das. Krass. Wow. Krasse Scheiße, ey. Wow. Alter Schwede. Da steht er doch, siehst du? Da steht sein Jeep, ne? Ja. Hey, cool. Komm, wir gucken mal, ob wir noch irgendwas mitkriegen hier an Infos. Ja, aber ich glaube, so sehen wir nicht viel. Meinst du, wir finden noch was? Ich glaube nicht. Das war's. Okay, wir gucken, dass wir jetzt schnell zum Auto kommen. Lalalala. So. Oh, die Tür blinkt. Die Tür aufmachen. Die Tür blinkt und wir können einsteigen. Jawohl. Oh, Kacke. Guck mal da vorne. Was kommt denn da vorne? Hast du das nicht gesehen, das Dunkle? Guck mal, ja, auf der Treppe. Ja, ich seh's. Der steht da noch. Kann das sein, dass das der Warrider ist? Jawohl. Ja. Das ist er. Oh, jetzt lass uns aber ganz schnell abhauen. Also Miles Upshaw ist schon der Wolf. Der Wolf. Nein, der Wall Rider. Oh, Kacke, schnell weg hier. Und? Und? You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Wer ist der Typ? Keine Ahnung, aber ich mag ihn nicht. Wer ist dieser Typ? Sollen wir drücken? Klar, wir schicken ja. So, jetzt haben wir Murkoff voll ans Bein gepisst. Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht aber auch nicht. Na, vielleicht pissen sie uns ans Bein, das ja. Noch was. Aber gut. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wow. Damit hätten wir den zweiten Horror des Outlastes überstanden. Krass. War also das Ende hätte ich nicht erwartet. Nein, also ist gut gemacht, zusammengemixt. Ja. Krass. Lässt vielleicht die Möglichkeit offen auf einen zweiten Teil. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, wir werden sehen. Ansonsten war das ein super Spiel. Ja, bis auf die eine oder andere Sache, die sie eingebaut haben, was zu heftig war. Unpassend. Genau. Unpassend. Gut, aber ansonsten echt was? Super. Ja, war echt super. Hat auch Spaß gemacht. Ja. Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, hoffen, dass es gefallen hat. Ja, wenn ja, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Freuen wir uns natürlich drüber. Ja, riesig. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem neuen Let's Play auf unseren beiden Kanälen wieder. Genau, auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.